Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Weiter geht's mit Limonaden-Dschungel 3. Hecki-Hektik? Was hat das zu bedeuten? Aber laut Karte sind wir mehr so in einem dunklen Dschungel und so ist es auch. Ein bisschen gruseliger. Oh nein, die schon wieder. Wie ich die überhaupt nicht mag und wie die überhaupt nicht irgendwie... Wie heißen die überhaupt? Wisst ihr, wie die komischen Gestalten da heißen? Bestimmt. Schreibt's mir in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wenn ich mich schon immer mit denen rumärgern muss. Ihr seid Ungeziefer, ihr seid Nichtsnutze, ihr seid... Nein! Dass ihr zum Mario-Universum gehört, das ist eine Schande für die Menschheit. Okay. Aber hier brauche ich den wahrscheinlich. Komm mal her, mach dich mal nützlich, komm. Wehe, du machst sowas nochmal. Kriegst... Er hat ja schon mit seinem... Mit einem richtigen Knockout auf dem Kopf. Das war schon die Belohnung. Was? Sonst nichts? Aber vielleicht brauchen wir ja noch die Eisblume, um irgendwas Bestimmtes hier zu vereisen. Wer weiß. Okay. Okay, wie habe ich das zu bewerten? Okay. Schön. Oder eben nicht. Bumm. Nee. Da merkt man schon in der Wand, da geht's weiter rechts rein. Okay, stylisch Checkpoint. Wir fangen richtig gut an, das freut mich. Oh nein. Ihr seid zu arm, um euch eine Röhre zu leisten. Sehe ich das richtig? Nee. Ich behalte meine Eisblume. Ach komm, wisst ihr, das für das Item reiße ich mir jetzt zu spät. Hätte ich mir jetzt noch das Bein ausgerissen, ja. Na gut. Soll ich mich bedanken oder mich ärgern? Verschwinde. Ach, Kinders. Ich sag euch, es ist nicht einfach. Es macht aber Spaß. Das Level ist wieder gut designt. Das ist der große Unterschied im Gegensatz zum 3DS-Teil. Da macht die Optik auch nichts. Da kann es noch so einen schönen Sonnenuntergang geben. Das Level nicht geil designt ist. Das ist ein Minuspunkt. Ach nee, auch das noch. Mini Mario. Gab's den hier irgendwo? Oh, ich bin so gut wie down. Oh, lass mich doch vorbei. Bei, Alter. Was zum... Okay. Ha. Verdammt, was ist da in der blöden Röhre? Ah, das kann nun Secret Exit sein. Wenn ich irgendein Level beende mit Mini Mario, muss ich dran denken, in diesen Level zurückzukehren und da in die Röhre reinzujumpen. Ich hatte im letzten Part die Theorie aufgestellt, dass in jeder Welt ein Secret Exit ist. So war es ja auch bislang, oder? Ich will dahin. Aber ich habe keine Möglichkeit jetzt irgendwie einen Minipilz. Ich habe nichts im Inventar. Vergleichbares. Gab es da irgendwo einen Minipilz? Das ist nicht wahr. Unglaublich. Muss ich wirklich dran denken. So, Münzen und One-Ups. Oh, jetzt muss ich skillen. Natürlich, man ist überrascht, man muss sich erst dran gewöhnen, aber jetzt will ich hier wirklich zusehen. Das war schon mal ein akzeptabler Start, ne? Oh, fast. Na? Ich will noch nichts sagen, noch ist das Spiel nicht vorbei, nicht wahr? Aber... Na? Och, zum Schluss nochmal. Ein Millimeter daneben, ich hätte zwei Leben bekommen, aber diesmal gar nicht so übel. Es geht. Ich denke, das ist ganz akzeptabel. Nachdem sich so ziemlich jeder am Anfang da blöd anstellt. Auch ihr, gebt es zu. Auch ihr. Dann wollen wir mal zu Bum Bum, oder? Hier, Kollege. Schlangenblockturm.
Schlangenblockturm. Ich liebe die riesigen Blöcke. Da kann ich auch noch in 50 Jahren oder in 80 Jahren, wenn ich schon längst Sehschwächen habe, da kann ich immer noch... Das oh, ein Block in Mario. Das sind die Schlangenblöcke. Oh nein. Tja, die gibt's schon ewig. Die gab's auch schon in der New Super Mario Bros. Serie, aber haben ihren Ursprung von Super Mario World. Aber da das Ding jetzt hier riesig ist, scheint das vielleicht gar nicht mal so schwer zu sein, wollte ich sagen. Aber ich nehme den Mund ziemlich voll dafür, dass ich erst ganz am Anfang dieses Levels bin. One, two... Och, nö. Das schaffe ich nicht. Wie denn? Wie denn? Wenigstens kriege ich so wie das Item. Oh, das ist richtig Gold wert. Und die Münzen sind da rein. Ja. Bist du des Wahnsinns? Nein. Klammer dich doch fest, du Affe. Dann haben wir jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf diese Burg, auf diesen Turm. Nein, nein, nein. Positiv, jeder Turm hat ein komplett anderes Thema. Ja, ein Item, was den Turm das Level prägt. Aber jetzt bislang bin ich eher geschockt. Zu Steinerstart. Sie sind zu Steinerstart. Da kratzt es mir im Hals. Mach einfach mal ein paar Bärgeräusche, das fällt schon keinem auf. Hä, wie heißen diese Kugeln? Die kommen mir auch bekannt vor. Gab es die so gar nicht schon in Super Mario Bros. 2? Das ist so ziemlich eines der Spiele, die verdammt wenig Charaktere in der Serie mitgenommen haben, ne? Super Mario Bros. 2. Oberbösewicht Ward zum Beispiel. Tauchte nicht mehr auf, nur in einem Zelda nochmal. Lol. Shy Guys stammen aus Super Mario Bros. 2. Hab ich ja Let's Play, alles. Oh, verdammt. Dann gab es diese üble Hand da. Das ging jetzt nicht mehr. Das habe ich total vermasselt gerade. Birdo? Birdo natürlich, ja. Die wurde übernommen, aber sonst so ziemlich das Spiel mit den wenigsten neuen Charakteren, die auch weiterhin da geblieben sind. Oder Super Mario Land, noch besser. Es waren ja nur neue Charaktere. Immerhin Daisy. Daisy ist der einzige Charakter aus Super Mario Land, der noch weiterhin verwendet wurde. Was mit den ganzen anderen komischen Gegnern sind, diese explodierenden Käfer und so. Naja. Es gibt auch viele Spiele, die überhaupt keine neuen Charaktere erschaffen haben. Super Mario Land 2 war Wario dabei. Oh, nee. So, wie ich da oben die roten Münzen schaffen soll, ist mir echt ein Rätsel. Da kommt es doch im ungünstigsten Zeitpunkt da. Okay. Hier will ich echt die Eichel haben. Das müssen wir schaffen. Oh nein! Ach, wisst ihr, ich wollte so extra schlau sein und ich wollte... Ne? Ich wollte. Ich hab's aber nicht geschafft. Zu Starcoin wollte ich hin. Ist aber nicht von Erfolg gekrönt geworden. Nicht wirklich. Es geht so. Ich will gerne wissen, was in dem Level noch alles kommt. Das ist die zweite Starcoin, wo wir uns da befinden. Gibt's da wenigstens auch einen Checkpoint? Ich würde es ein bisschen begrüßen. Wenn unmittelbar nach der zweiten Starcoin mal so langsam so eine Art Checkpoint aufkreuzen würde. Vielleicht gibt es ja in späteren Leveln nochmal so Schlangenblöcke. Interessanter Name, aber was auch sonst. Wo die vielleicht auch kleiner sind. Was natürlich noch fieser und schwieriger ist. Ja. Ha! Sehr gut. Diesmal haben wir das richtig gut angestellt, wie haltbarer Joghurt. Ich weiß gar nicht, wie das andere da verläuft, deswegen. Okay, jetzt also wieder blind. Da ist eine. Da will ich rein. Da müssen wir ganz bestimmt auch rein, ja.
Bestimmt ging's da jetzt hoch noch. Tatsächlich, da ist eine Röhre. Ich piss mir ins Bein. Das darf nicht wahr sein. Hätte ich mal lieber nachgeguckt, verdammt. Da ist die dritte Starcoin, okay. Vielleicht war das nur so ein extra Boni, Mist. Oh, nee. Okay. Voll mies. Gib mir jetzt wieder... Räuschel Power, aber das da will ich auch irgendwie. Alter, für Münzen. Wer braucht denn Münzen mal? Ganz ehrlich. Ihr könnt die Spieler nicht mehr mit Münzen locken. Die Zeit ist vorbei. Ich muss ja zugeben, im allerersten Super Mario... Nicht einschließen. Super Mario Brothers fürs NES. Da habe ich echt noch die Münzen gesammelt, damit man extra Leben bekommt, ne? Auf der Super Nintendo Version und so. Super Mario All-Stars. Da ist Sinn ist mit dem Leben ist ja nicht so schlimm. Man startet am Anfang eine Welt neu. Aber wenn man es richtig auf dem NES spielt... Dann, leider Gottes, muss ich sagen, da musste man Münzen sammeln, weil man die Leben gebraucht hat wie nichts anderes. Ein neuer Zauber für Bum Bum. Er wird größer. Oh, natürlich, das passt zur Welt. Boah. Ach, und wieder mit der Taktik. So kriegt man ihn ganz locker flockig, ne? Da kann er noch so groß sein. Okay, noch größer wäre vielleicht unvorteilhaft, aber... Wir haben einen Daumen bekommen. Ist doch schön, ne? Haha. Wann merkt er eigentlich, dass er nichts zu lachen hat gegen uns? Unbelehrbar. Jetzt möchte ich echt mal da reingucken. Wir beenden den Part eh noch nicht. Was geht hier ab, hey? Pixel? Ein Geisterhaus. Na toll, das kann ja cool werden. Aber etwas, was man im Intro, im Trailer schon gesehen hat, so diese Wolken da, das ist alles sehr pappmäßig. Ein bisschen Paper Mario-Style. Da, da. Lichtlos, Labyrinth. Das wird stylisch, da hinzukommen. Ich glaube, da gibt's irgendwas Cooles. Labyrinth. Das Wort Labyrinth verfolgt mich jetzt gerade. Vor allen Dingen geht's da hoch, Fräulein. Komme ich aber nicht so einfach hoch. Vier Türen. Schön zu wissen, dass es nur vier sind, weil wir die erste schon mal einfach mal weggemacht haben. Wir haben keine Wahl. Wir werden alles uns anschauen müssen. Und es geht auch nur hoch, wenn wir... Oh Gott. Wirklich draufstehen. Goldi! Mensch, schon lange hat man ja gesehen. Kannst du eigentlich Buhus fressen? Okay. Ah, wir können die... Ah, das ist ja super. Hier ist auch was. Okay. Nee, Freunde, Buhus. Ihr seid doch eh gegen Licht allergisch. Überlegt euch gut, ob ihr euch mit Goldi anlegen wollt. Hä? Ach ja. Goldi ist echt goldig. Könnte glatt zu den Goldbären gehören. Ja, nichts mehr. Gut, aber Goldi beschützt uns auch. Hier vor... Wie viel sind das, ey? 7 und hier 8. 8 Buhus! Goldi hat keine Angst. Hä? Soll ich das glauben? Warte. War das jetzt ein Fehl? War das jetzt... der falsche Weg? Ich will gucken, ob du Geister fressen kannst. Ah! Och nee, was ist das episch. Im Gegensatz zu dem. Das war nicht episch. Nee. Da. Ich glaub das nicht. Der Weg muss für etwas gut sein. Aber für was? Vielleicht hätte ich erstmal die anderen Wege gehen sollen. Vielleicht werde ich dann schlauer. Vielleicht führt nur ein Weg weiter und die anderen sind irreführend. Aber selbst wenn, dann muss es hier doch wenigstens einen Starcoin geben. Give me the power. Give me the items. Komm, verschwindet. Das gibt's doch nicht. Bleib mal drauf stehen, so.
Wow. Das sieht gut aus. Und noch weiter. Das lasse ich mal lieber. Okay. Da läuft einem eiskalt den Rücken runter. Nein, nein, nein. Du machst hier jetzt keine Faxen. Oh, die dritte Starcoin. Was zum... Die wollen dann noch für dumm verkaufen hier. Das sind typische Geisterhäuser. Man weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Man kommt irgendwo raus. Ich sag euch. Ach nee. Nun ist auch so typisch Geisterhäuser, man findet den Secret Exit, bevor man den Exit findet. This way. Das ist schon mal ein Erfolg. Wir haben ja noch drei Türen übrig, Mann. Vielleicht gibt es ja auch mal mehrere Secret Exits. Mal gucken, wo das hinführt. Zur Wolkenwelt quasi. Ching. Ich mach dich auf jeden Fall erstmal fertig, Geisterhaus. Na gut, dann nehme ich jetzt den zweiten Weg. Da oben geht's auch noch lang. Vielleicht kommen wir auch irgendwie nach da oben hin. Ah, gut. Das ist schon mal schön zu wissen. Vielleicht ist die andere letzte Tür da auch Attrappe. Hey, eigentlich hätte ich ja Goldi mitnehmen sollen. Nochmal den Weg machen, nur um Goldi zu bekommen. Wisst ihr was? Oh, guck mal, die Klitschko-Geister. So habe ich es doch getauft in New Super Mario Brothers DS. Die Klitschko-Geister. Ne, die Klitschko-Möchtegerns, habe ich so genannt. Ich weiß nicht warum, man. Als ich das aufgenommen hatte damals, DS, da hatte Klitschko gerade so einen Kampf gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war das gegen David Hay. Falls jetzt jemand denkt, oh Gott, ey, ich wäre hier voller Boxexperte und ich gucke mir nur an, wenn die Klitschkos boxen. Ist halt so. Und hofft, dass die Gegner ordentlich auf die Rübe bekommen. Hey, soll ich das glauben? Ich glaube, das ist richtig. Weil es hier eine Starcoin drin gab. Wenn wir jetzt hier die zweite Starcoin und den normalen Ausgang finden, dann bin ich sowas von zufrieden. Goldi, da bin ich doch schon erleichtert. Ja, die rennen so schnell weg, ey. Ich hasse euch! Ja, da lass mich mal ganz kurz. So. Okay, das ist wohl nur zum Abtrennen, dass die Mäuse da nicht hinjumpen. Gemeinsam sind sie stark. Soll das ein Pfeil darstellen? Kann ich da hoch? Die erinnern mich immer so stark an Donkey Kong Country 3, wo man mit Ellie spielt, der Elefantendame. Ups, das, ja. Und die hat Angst vor den Mäusen. Das war geil. Hm. Ist alles sehr verdächtig. Jeder Winkel macht sich eigentlich verdächtig hier. Da kann ich nicht so einfach hin. Strau Geisterhäusern gar nichts mehr, ganz ehrlich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob die untere Tür geht oder ob das so eine Münztür war. Auf jeden Fall bin ich hier. Hier könnte man auch mit dem Flughörnchen hin. Oh, wie viele Wege denn noch eigentlich? Wieder 100 Türen. Okay, ich hoffe, du bist eine Münztür. Ist aber nicht. Mann. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht, ey. Vielleicht sind wir hier ja richtig. Komm, nimm mal deinen Snack. Ist bestimmt sehr kalorienarm, so ein Geist. Big Boo. Wow, da. Bam. Haben Sie auch eine alte Geistervilla in Ihren Immobilien? Dann holen Sie sich jetzt Goldi. Der goldene Baby Yoshi mit dem extra großen Appetit. Reinigt doch ihr. Geisterhaus. Oh, komm. Stürz hinunter. Zack. Mach doch mal schneller. Lohnt sich ja gar nicht. So. Und jetzt? Immer noch nichts gefunden. Das ist beunruhigend. Secret Exit. Nee, normaler Exit. Toll. Aber Starcoin fehlt.
Es war mir gleich klar, dass dieses Geisterhaus nicht von schlechten Eltern ist. Ob es sogar von der Supernanny ist, das sehen wir gleich. Wohlerzogen ist auf jeden Fall unser Goldie. Ich freue mich da echt drauf, wenn das unser nächster Level ist. Ja, da will ich als nächstes dann hin, im nächsten Part. Aber noch die Starcoins suchen. Die brauchen wir noch. Aber wo soll man suchen? Da, wo es Milliarden Abzweigungen gab. So, ist das hier eine Tür? Ist auch eine Tür. Hä? Da waren wir doch. Gut, dann zögern wir nicht lange. Bam, 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 bam. Om, nom, 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 nom. Was ist schlimmer? Helligkeit oder im Maul eines gierigen Dinos zu enden? Vergesst die Dinos im Jurassic Park. Guckt euch das hier an. Ich will jetzt wissen, ob das hier eine Fake-Tür ist. Ist auch keine Fake-Tür. Milliarden Wege. Ah, okay, da kommt man nicht weiter sozusagen. Ah, wer also zu lappenhaft ist, um den normalen Ausgang zu finden, der wird sich hier denken, what the F, wo muss ich lang? Und das ist ja der Sinn hinter den Geisterhäusern. Das sind sie, wie man sie kennt. Seit 1991. Qualität seit 91. Okay. Vielleicht sogar hier noch weiter? Nee. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Wege, gell? Die Münzen haben Angst vor uns. Da sind wir reingegangen, ja? Da unten. Ja, da sind wir reingegangen. Dann da ist ein Weg. Das ist Ende Gelände, das freut mich schon mal. Das sieht sehr secret-mäßig aus. Nur die Tür in der Mitte, ist es jetzt eine Münztür? Ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus. So. Warum nicht gleich so? Auch wenn ich wetten könnte, dass ich die jetzt hätte einsammeln können. Genauso ist es. 92 Leben. Aber ich wette, da kann man wieder bestimmt dreistellig sammeln. Könnte man in Super Mario World eigentlich auch, ne? Dreistellig sammeln. Oder? In Yoshi's Island auf jeden Fall. Ich hab keine Ahnung. Ach, wir sind wieder hier. Ach so, ja, logisch. Jetzt will ich mal gucken, ob da in der Mitte was ist. Und wie. Ah, siehste. Da könntest du mal sehen. Ich wäre jetzt gerne mal am Ende. Ich bin schon mit meinem Latein am Ende jetzt so langsam. Nicht wahr, Goldie? Genau. Hier. Noch ein bisschen Hunger auf Bettlaken. Das wollte ich ausprobieren, ob der einen Big Boo fressen kann. Das wäre es gewesen. Nom, 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 nom. Toll. Da. Getroffen und gefressen gleichzeitig. So, können wir Gas geben? Danke. Yay, da wird einem schwindlig. Baby Yoshi kommt mit Schädeltrauma zur Welt. Warum bloß? Yay. Gut, es hat ein paar Anläufe gebraucht, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben Secret Exit und alle Starcoins gefunden. Also es kann schon mal ganz böse enden in einem Geisterhaus, aber gut. Und als nächstes, ihr habt es gesehen auf der Karte, geht als nächstes der Punk ab. Wenn es gefallen hat, bitte nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Ernsthaft. Eure Unterstützung ist Gold wert. So wie Goldie. Der Tourstand am Ende des Abenteuers übrigens verkaufen, ne? Kommt auf die Goldwaage. Das sieht sehr. Da freue ich mich echt drauf, was das gemalt von Geisterhand. Oha. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.